Im Gaza-Krieg gibt es offenbar einen neuen Anlauf für Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln und eine Feuerpause. Gestern war durch einen Medienbericht bekannt geworden, dass Israel zu einer Feuerpause bereit ist. Im Gegenzug dafür, dass Geiseln freigelassen werden. Jetzt berichtet das Wall Street Journal, dass die Terrororganisation Hamas auch offen sei für Gespräche über einen solchen Deal. In Israel wächst schon seit Wochen innenpolitisch der Druck auf die Regierung, auch nicht militärische Wege zu suchen, um eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. Sie haben genug. Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln. Seit Tagen protestieren sie in Jerusalem, direkt vor dem Haus von Premierminister Netanyahu. Einer von ihnen ist Yair Moses, auf dem Plakat sein Vater Gadi. Am 7. Oktober wurde der 79-Jährige nach Gaza verschleppt. Seither kämpft Yair für die Freilassung seines Vaters. Das Vertrauen in die Regierung schwindet. Es sind jetzt mehr als 50 Tage, seit die letzten Geiseln freigelassen wurden. Und nichts hat sich gebessert. Netanyahu sagt, dass der Einsatz der Armee, der Krieg gegen die Hamas die beste Lösung ist, um Druck aufzubauen. Aber ich finde, dass wir umdenken müssen. Wir brauchen andere Lösungen. An eine Befreiung durch die Armee glaubt Yair nicht mehr, fordert stattdessen Verhandlungen. Damit ist er nicht allein. Proteste im Inland, Druck aus dem Ausland. Auch die USA fordern Verhandlungen. Premierminister Netanyahu erklärte allerdings: Auch nicht für einen Moment werden wir von unserem unabdingbaren Ziel abrücken, einen vollständigen Sieg zu erreichen. Wir kämpfen gemeinsam und mit Gottes Hilfe werden wir auch siegreich sein. Israels Armee verkündete die Umzingelung von Khan Yunis. Die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen ist seit Wochen unter Beschuss. Das Militär vermutet hohe Hamas-Funktionäre in Tunneln unter der Stadt und womöglich auch Geiseln. Tausende Menschen sind erneut auf der Flucht, noch weiter in den Süden, in komplett überfüllte Flüchtlingslager. Darüber sprechen wir auch noch mal mit Philipp Kunschner in Tel Aviv. Ja, wie wahrscheinlich wäre es denn, dass sich die Hamas auf so eine mögliche Feuerpause einlässt und die Geiseln im Gegenzug freilässt? Das gilt hier als nicht sehr wahrscheinlich. Was Israel ja offenbar vorgeschlagen hat, ist eine zeitlich befristete Lösung, also offenbar eine zweimonatige Feuerpause und die Freilassung von palästinensischen Inhaftierten, also rechtmäßig Verurteilten in Israel, im Gegenzug für die Freilassung von allen Geiseln. Und das sagen zum einen Beobachter, das geht aber auch offenbar aus Gesprächen hervor, die gerade laufen, wird der Hamas nicht reichen. Man wird mehr fordern, nämlich den Abzug Israels aus dem Gazastreifen, ein Ende des Krieges, ein Ende der Kampfhandlungen und im Gegenzug eben on top noch die Freilassung von palästinensischen Inhaftierten. Und dazu wiederum ist Israel offenbar nicht bereit, dass es mit den Kriegszielen, die Netanyahu immer wieder formuliert hat, nicht zu vereinbaren. Und dementsprechend gilt diese Lösung, diese vorgeschlagene, offenbar nicht als sehr wahrscheinlich, dass die Hamas darauf eingehen wird. Aber jetzt hat man ja schon gesehen in den vergangenen Wochen und gerade auch Tagen, dass der Druck auf die israelische Regierung und Premier Netanyahu noch mal zugenommen hat. Wie sehr ist er darauf angewiesen, dass sich da was bewegt? Nun, der Druck ist enorm. Also auf der einen Seite aus dem Inneren des Landes gibt viele Proteste gegen ihn. Man drängt sehr stark auf die Freilassung der Geiseln. Und dazu kommt noch der Druck von außen, auch enge Verbündete wie die USA, die drängen ebenfalls auf Verhandlungen hin. Und dann muss man aber auch noch die Frage aufwerfen, was heißt das eigentlich, wenn Netanyahu liefern soll? Er hat ja mehrere Kriegsziele formuliert. Auf der einen Seite die Freilassung der Geiseln, aber auf der anderen Seite hat er auch immer wieder wiederholt, dass er die Hamas zerschlagen möchte, dass das Ziel sei und deren Infrastruktur ebenfalls zerstört werden soll. Und diese beiden Kriegsziele, die scheinen nicht miteinander zu vereinbaren. Und dementsprechend ist auch hier die Frage offen, was bedeutet das überhaupt, wenn Netanyahu liefern soll? Also auf der einen Seite der mögliche Vorschlag für eine Feuerpause. Gleichzeitig hat die israelische Armee aber Hamas-Stellungen in Khan Yunis angegriffen und nach eigenen Angaben da auch viele Kämpfer getötet. Inwiefern kann das diesen Deal sogar auch eher noch erschweren? Israel, da gibt es Konsens, ist der festen Überzeugung, sowohl politisch als auch militärisch, dass nur militärischer Druck ebenfalls Druck auf die Hamas ausüben kann. Und dementsprechend passt da diese Meldung auch dazu. Also diese Tatsache, dass offenbar in der vergangenen Nacht mehr als 100 Hamas-Terroristen getötet wurden, das passt dazu, dass man Druck ausüben möchte. Man ist der Überzeugung, dass man die Hamas nur auf diesem Wege an den Verhandlungstisch bekommt. Nun war Khan Yunis gerade ein Ort, in den sich viele Menschen aus dem Norden des Gazastreifens geflüchtet hatten. Was bedeutet es, wenn es gerade da jetzt nun verstärkt Angriffe gibt?
Nun, das konnten wir schon in den letzten Tagen sehr stark beobachten, dass nun dort auch die Fluchtbewegungen wieder zunehmen. Also seriös lässt sich nicht genau sagen, wie viele Menschen jetzt Khan Yunis wieder verlassen haben, ob es Tausende sind, ob es Zehntausende sind. Aber es ist festzustellen, dass dort sich sehr, sehr viele Menschen zum wiederholten Male jetzt auf die Flucht begeben. Es ist ja die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen. Alles hat begonnen, als im Oktober der Krieg begonnen hat, wo dann erstmal Menschen sich aus dem Norden in den Süden bewegen sollten. Jetzt setzen sich dort die Kampfhandlungen fort. Israels Armee hat gestern bekannt gegeben, dass Khan Yunis jetzt offenbar komplett umzingelt sei. Also da stellen wir fest, dass nun sehr, sehr viele Menschen, die bereits einmal auf der Flucht waren, nun erneut sich nach einer neuen Bleibe auf die Suche begeben müssen. Aber wo können die Menschen denn überhaupt noch hin im Gazastreifen? Das ist die große Frage. Ein Großteil der Gebäude ist ganz oder teilweise zerstört. Viele Menschen gehen in Zeltstädte und diese humanitäre Situation, die spitzt sich, auch wenn wir das tagtäglich wiederholen, immer weiter zu. Also es gibt kaum Orte, wo sie noch hin können. Es gibt völlig überfüllte Zeltstädte. Dort gibt es nicht ausreichend Nahrung, nicht ausreichend Trinkwasser, nicht ausreichend Hygiene oder Zugang zu Duschen beispielsweise. Und auch die medizinische Versorgung ist dort sehr, sehr schlecht. Also es gibt kaum Orte, wo sie hin können, und dort ist dann on top die Lage auch noch sehr, sehr katastrophal. Dankeschön, Philipp Kunschner in Tel Aviv.